So, herzlich willkommen bei Bioshock again. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es die erste Folge total zerrissen hat. Irgendwie hat das noch nicht so ganz geklappt mit meinem Aufnahmeprogrammsystem. Ich habe viel installiert, viel deinstalliert. Bei mir ist das Problem auch noch, ich muss immer zwischen zwei Computern quasi hin und her schalten. Das hat mein Vater mir ganz toll eingestellt. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Was ich machen wollte letztes Mal, ist ja noch die Geschwindigkeit von der Mausbewegung her nochmal so ein bisschen ja, zu desensibilisieren. Oh Gott, das ist ein schwieriges Wort. Wir wollen jetzt hier weitermachen. So, Gerrisgarden. Warum? Wird mir nie im Leben eine Spritze irgendwo reinraken. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Na denn? Das Knacken. Ach, ich mag diese Big Days nicht. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch. Aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Also nicht vergeben ist bei mir die linke Seite. Nochmal, ob sich irgendwie was geändert hat. Ich glaube aber nicht. Ne? Er hört so ein bisschen vielleicht auch meine Maus im Hintergrund. Ja, dann ist das so. Wir machen hier auf. Ich habe immer Angst, dass ich diesen doofen. Oh. Da habe ich auch unheimlich viel Angst und Respekt. Das ist so super laut. Aber ich finde es echt geil. Kann man hier eigentlich schon sterben? Ich glaube nicht. Oh, es ist alles so ein Durcheinander hier, finde ich einfach. Einmal da. Das ist auch so. Also ich habe mich so erschrocken das erste Mal dort. Bitches! Oh, ich mag da gar nicht weitergehen. Ich bin nur. Also eh. Es leckt so ein bisschen. Nein, es leckt nicht. Es leckt. Ach, ich habe so viel Angst, ne? Die Wetterschirmaus lasse ich natürlich an. Ich bin so ein kleiner. Da habe ich dann doch keinen. Ah! Was ist los? Was ist los? Was? Achso. Oh! Ah. Puh! Na, ich habe eigentlich noch genug Gesundheit, ne? Ja, Zigaretten brauchen wir mal nicht. Hallo, wer bist du denn du?
Schade finde ich natürlich, dass er sich nicht hier im Stell. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Das ist ja noch einfach. So. So. Die ersten zwei haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gesundheit ich eigentlich aufheben kann. Oh, einen Moment. Da hat es mich auch mal ein bisschen gejuckt gerade am Ohr. Falls er jetzt irgendwie was anderes denkt. Nein. Es ist leider so in Bioshock, dass man hier wirklich alles essen kann. Essen muss. Man kommt hier sowieso nicht wieder hin, glaube ich. Von daher kann man wirklich jegliches Zeug essen, aufnehmen, verbraten. Das ist nicht wieder vollkommen. Das ist einfach ewig geil. Ja, nun? Stirb. Das hat sich jetzt nicht gerade sehr. Wie war das dann nochmal mit der Kassenkombination? Da passiert nichts. Passiert auch nichts. Ah, vielleicht? Nee. Hallo, was denn? Wie ist denn. Hallo, wie gebe ich mir denn eine Eve-Spritze? Weiß das jemand? Nein. Ist auch nicht. Ah, ich will nicht. Gehen wir mal weiter. Vor allen Dingen, was geil ist, ich spiele es wirklich auf dem Laptop. Auf einem Laptop. Von daher bitte nicht böse sein, falls irgendwie was noch nicht so ganz ausgereift ist. Ich weiß auch geil. Oh. Okay. Kommt hier wieder raus? Nein, ich kann nicht raus. Passiert jetzt irgendwas? Ja, ich bin ein bisschen arro. Ein bisschen. Hallo, wer ist das nicht? Ja, es ist jetzt auch nicht großartig. Ich hatte es nicht, glaube ich, nicht. Hallo? Nein, ich wollte nur gar nicht reingehen. Ach Mensch. Ich habe Familie. Ich muss sie hier ausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Ach. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Atemlos. So, den brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme ihn mit. Ja. Ich bin so krank. Ganz, also krank im Sinne von gut. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Es ist die Cut-Version, ja. Aber ganz ehrlich mal, ich muss nicht immer, ja, dass das Blut spritzt bis an der Wand und dass die Leichenteile fliegen und das, naja. Ach, mein Mausrad AB, schön. Aber hier hätte ich gerne gewohnt, also wo das alles noch nicht so ganz blutig war. Aber ich find's geil. Ich sag das ganz schön oft. Hab ich schon gemerkt. Oh, ich mag das. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich hier so sehr geschlichen bin. Ja, ich weiß, dass ich aufstehen muss. Ich bin aber diesmal nicht. Bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Ich habe es für... Willst du es auf die harte
Nein! Okay. Ich bin ganz schlecht. Der ist doch schon tot, meine Liebe. So, kommt sie nicht auch noch irgendwann? Ja, dann komm. Was geht nicht? Dann komm doch her. Meinst du, sie kommt zu dir? Nein, 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 nein. Ah, schieß doch nicht. Scheitere schon am ersten. Ja, wo bist du denn? Unfassbar, ich scheitere schon hier am ersten Gegner. Es ist soweit, es ist soweit. Ja, dann komm. Wo bist du denn? Es kann auch sein, dass ich einfach auch vielleicht wieder umstelle. Weil ich das nicht so gut kann. Ich kann es einfach nicht. Ich gebe es wenigstens zu. Ich muss mich da auch ehrlich gesagt erstmal wieder reinfinden, ne? Also, so. Dollar! Mein erster Dollar. Ich glaube, da war noch jemand drin. Aber das ist so viel. Oh, das ist so eklig. Ich brauche erstmal Munition, junger Mann. Geld macht mich glücklich. Huch. Oh, was ist das? Man weiß es nicht. Ich mache ein Tumult hier, ne? Muss man natürlich einmal so sehen. So, was seid ihr denn dann dabei hier? Und sind da neue? So, Dollar, Eve-Spritze. Das hören wir uns natürlich auch an. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in Herrn Feistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Richer. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Also das ist wirklich so, dass in diesem Buch, was ich gelesen habe, wird wirklich diese ganze Vorgeschichte, ja, was heißt Vorgeschichte, ne? Wir wissen ja alle, wie es quasi dazu kommt, dass es hier das Rapture entsteht, aber es wird so viel ja erklärt einfach, was wirklich an diesem Abend oder auch davor passiert ist, wie Rapture eigentlich entstanden ist. Also es ist so super erklärt, na gut, erklärt, was heißt erklärt? Es ist halt ein Buch, das erzählt, wie Rapture entstanden ist. Wie ist dazu? Oh Gott! Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Oh Gott! Da erzähle ich die ganze Zeit. Hallo? Ich will das. Achso, das ist so. Ich habe mich so erschrocken jetzt gerade. Oh Gott! Ich muss jetzt erstmal so wieder ein bisschen klarkommen. Oh Gott! Nee. Ach Mensch, es tut mir leid, wenn ich hier alle zusammen geschrien habe. Oh Gott.
habe ich mich erschrocken gerade. Und das in den ersten 10 Minuten, ey, ist unfassbar. Ja, wenn mir irgendeiner sagen könnte, vielleicht wie ich mein Eve wieder aufdingse, aber nein, das kriegt natürlich auch, das sagt mir gar keiner. Das ist auch so endlos cool. So. Also schon allein. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Also das ist mir echt noch nicht passiert. So, schauen wir uns mal hier um. Ich mag solche Horrorspiele überhaupt nicht. Ich meine, ich spiele es jetzt wirklich. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich will es nicht spielen. Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ja, das ist halt noch sehr ruckelig, es tut mir leid. Aber ich denke mal fürs erste Mal. Aha. Mhm. Ein Klo. Ich fühle mich ja sehr unsicher. So. Dann wollen wir mal los. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Na klar, für dich doch immer. So, ich mache schon so ein bisschen vorzeitig Schluss, denke ich mal. Ich werde hier auch speichern. Drücke einmal kurz auf Pause. Ach, ich kann ja gar nicht speichern. Das ist aber toll. Naja. Na, für den zweiten Part wird es wohl reichen, weil im nächsten Part lernen wir dann jemanden Neues kennen, auf jeden Fall. Den ich euch auch ganz gerne dann vorstellen möchte. Aber ja, das sehen wir dann im zweiten Teil. Ich spiele erstmal weiter, wünsche euch alles Liebe. Würde mich freuen, wenn sich dann doch der ein oder andere dafür interessiert. ja, und wir sehen uns dann. Na? Tschüss!